Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute zeige ich euch, wie man eine automatische Knochenmehlfarm bauen kann, mit Hilfe des Composter-Blocks. Und ich würde sagen, ich fange direkt an damit. Das erste, was wir tun, ist, wir platzieren eine ganz normale Kiste und da soll dann später das ganze Knochenmehl rein. Hinten an die Kiste ran machen wir dann einfach mit Rechtsklick und Shift einen Trichter. Der sollte dann mit dem Rohr Richtung Kiste zeigen, dann werden die Items auch wirklich da reingebracht. Und oben auf den Trichter drauf kommt dann ein Composter-Block und oben auf den Composter-Block drauf kommt dann nochmal ein Trichter, der nach unten zeigt. In etwa so. Und dann machen wir nochmal links und rechts jeweils nochmal einen Trichter an den Trichter ran, die dann in den Trichter zeigen und dann im Endeffekt in den Composter-Block. Das sorgt nämlich dafür, wenn jetzt zum Beispiel hier hinten was in den Trichter kommt, sollte das im Endeffekt im Composter-Block landen, beziehungsweise geht das nicht, weil ein Trichter nicht in den Composter-Block kann. Aber später mit den Items, die wir hier in der automatischen Farm bauen, wird das funktionieren, denn wenn man nämlich zum Beispiel Kürbisse eben in den Composter packt, dann wird daraus Knochenmehl gewonnen. Und das ist so die Art und Weise, wie diese Farm funktioniert. Theoretisch gibt es noch andere Items, mit denen das funktioniert. Es gibt auch bessere Items, allerdings kann man die eben nicht automatisch farmen. Zum Beispiel Kürbiskuchen wäre noch besser. Funktioniert allerdings nicht, den automatisch zu farmen. Und andere Sachen, die man automatisch farmen kann, wie zum Beispiel Zuckerrohr hier vorne, habe ich übrigens auch ein Tutorial zu gemacht zu der Farm, kann man eben theoretisch benutzen, sind aber nicht so effektiv eben wie der Kürbis und dementsprechend machen wir hier eine Kürbisfarm. Und damit fangen wir jetzt auch an. Wir platzieren jetzt nämlich links und rechts neben die Trichter nochmal zwei Blöcke. So in etwa. Und machen dann dahinter nochmal eine Reihe. Das sollte ungefähr so aussehen. Und dann machen wir da noch eine kleine Umrandung drumherum. Und hier machen wir jetzt erstmal so ein System, das dann die Kürbisse quasi einsammelt. Und so machen wir dann hier nochmal einen Redstone-Block hin und das Ganze hier auch nochmal. Jeweils einen Block weg von der Kante quasi. Und davor und Richtung Mitte dann nochmal einen Block. Machen wir dann Power Rails. Und dann machen wir hier den Rest zu ganz normalen Schienen. Und wenn ihr beim Trichter seid, mit Rechtsklick würdet ihr das ja eigentlich aufmachen. Dementsprechend mit Shift und Rechtsklick einfach klicken und dann könnt ihr da auch die Schienen drauf platzieren. Und dann brauchen wir noch einen Minecart mit einem Trichter und das schieben wir dann an und das fährt jetzt hier im Kreis und wird dann später die Items einsammeln. Das nächste, was wir machen, ist, wir platzieren hier einmal drei Blöcke nach oben und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Und jetzt machen wir quasi die automatische Kürbisfarm. Und zwar brauchen wir dazu Observer-Blöcke und ganz normale Pistons. Dann natürlich Redstone, dann irgendein Block, mit dem ihr bauen möchtet. Ich jetzt zum Beispiel mit dem normalen Quarz oder mit dem Smooth Quarz vielmehr. Dann brauchen wir natürlich noch Erde dafür, wir brauchen Wasser. Und wir brauchen natürlich noch die Pumpkin Seeds bzw. die Kürbissamen und dann natürlich noch eine Hacke. Und wir machen jetzt quasi auf diese Ebene hier die Anbaufläche und dementsprechend muss dann ein Block frei sein, das ist dieser hier, und da drüber machen wir dann Observer-Blöcke. Und zwar machen wir die so, dass der rote Punkt nach oben zeigt, das bedeutet, ihr müsst sie von oben platzieren und das Gesicht guckt dann quasi nach unten. Hier kann ich euch mal zeigen, das Gesicht guckt nach unten und wird dann eben die Änderung quasi bei den Pflanzen erkennen, weil die verbinden sich ja quasi mit dem Kürbisblock, den sie quasi dann automatisch farmen. Und so wird dann im Endeffekt der Piston ausgelöst, der kommt jetzt nämlich daneben und guckt nach unten. Und der wird eben, wenn er runterfährt, den Kürbis kaputt machen. Und so wird das dann vom Item hier, werden die Items ja quasi von dem Minecart eingesammelt. Und so funktioniert eben die automatische Farm, dass dann eben der Kürbis in den Composter kommt und dann eben für uns Knochenmehl produziert. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir platzieren hier einmal zwei Reihen eben Dirt, damit wir hier anbauen können. Und dann müssen wir immer gucken, dass das Minecart auch noch fährt. Manchmal läuft man dagegen und dann geht's nicht mehr. Aber dann, wie gesagt, einfach nochmal gegenlaufen. Und dann platzieren wir hier oben jetzt die Pumpkin Seeds und machen hier hinten nochmal ein kleines Wasserbecken, damit die auch genug Wasser bekommen, eben genug Nährstoffe, was auch immer. So, und dann können wir hier nämlich einfach Wasser rein platzieren. So, und dann platzieren wir hier nochmal einen Block und gehen dann nochmal über das Wasser rüber, einfach damit hier keine Blöcke reinfallen. Denn manchmal ist es so, dass die Kürbisblöcke, die hier eben droppen, einen Block weiter nach links oder nach rechts fallen. Das ist natürlich doof, weil dann werden sie nicht eingesammelt. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir platzieren nochmal Glas vorne, einfach damit hier auch nichts lang fallen kann quasi und damit alle Items eben im System bleiben. Was wir jetzt noch machen müssen, ist auf die Pistons nochmal eine Reihe Blöcke und dann platzieren wir hier überall Redstone auf die Observer und dann oben auf den Block da oben auch nochmal drauf, weil würdet ihr den Redstone quasi genau auf den Piston machen, würde das Redstone kaputt gehen, wenn der Piston ausfährt und dementsprechend würde das Ganze nur einmal funktionieren und dann nie wieder und das ist natürlich doof. Und dementsprechend machen wir das Ganze so. Und jetzt ist die Farm eigentlich schon fertig. Ich erhöhe jetzt mal den Random Tick Speed, also die Geschwindigkeit, mit dem Sachen wachsen. Und dann gucken wir mal zu, wie die Farm funktioniert. Also ihr seht schon, jedes Mal, wenn hier irgendwas sich verändert, dann werden die Pistons ausgefahren. Und jedes Mal, wenn eben auch ein Kürbis wächst, dann ändert sich eben quasi die Pflanze. Und dementsprechend wird dann ein Kürbis ausgebildet, der aber direkt zerstört wird. Und dann wird er von den Minecart hier unten eingesammelt. Ihr seht schon, hier kommen die Kürbisse rein und werden dann hier in die Item Hopper gebracht, also in die Trichter quasi. Und die landen dann hier im Composter-Block und wenn der mal voll ist, so ihr seht, das wird immer mehr und wenn der voll ist und jetzt noch mehr reinkommt, dann ist eben quasi Knochenmehl entstanden und dann haben wir hier unten in der Kiste auch schon Knochenmehl. Und das ist eigentlich die ganze Farm, wie gesagt, ihr könnt die noch erweitern und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Knochenmehl in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der Farm. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.